Willkommen zur Themenvorschau von Frequent Traveler TV heute am 26.07. zur frisch gepressten Sendung. Heute Abend um 19 Uhr haben wir folgende Themen für euch schon vorbereitet. SpiceJet, die Dash 8 fängt Feuer bei der Betankung. Das ist der Grund, warum viele Fluggesellschaften uns als Passagiere entweder bei der Betankung nicht an Bord lassen oder, wenn betankt wird, permanent darauf hinweisen, dass man sich auf seinen Platz hinsetzen soll und aber nicht anschnallen soll. Und die Bilder sind beeindruckend in meinen Augen. Die Frage des Tages, die wir dazu haben, ist natürlich passend. Und zwar, habt ihr schon mal so eine Betankung miterlebt? Ich finde das immer wieder spannend, so eine Betankung, aber heute Abend dazu mehr und vor allem die Bilder. Schaut es euch an, also es ist krass. Die Lufthansa-Piloten bekommen wohl bald einen Tarifvertrag. Da ist wohl weißer Rauch, der bald über dem LAC aufsteigt. Dann hat Airbus Halbjahresergebnisse bekannt gegeben und auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Und wir haben für alle Fans von World of Hyatt zwei Neuigkeiten. Einmal, was ist die Europa-Strategie, nachdem ja der Kollege weggegangen ist und der Herr Aguilera gekommen ist, also das war ja der Foster. Was ist der Plan von Hyatt in Deutschland oder aber auch in Europa? Und wir haben für euch einen Fast-Track für Hyatt. Ja, da haben wir wieder etwas Lustiges und Spannendes für euch. Und heute Abend um 19 Uhr frisch gepresst die Sendung für euch mit mehr News, mit mehr Themen. Ich freue mich auf euch. Und natürlich schreibt Kommentare, weil wir beantworten alle Fragen von den Kanalmitgliedern. Also bis dann, freue mich, 19 Uhr.